ihr. Ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen einen Fernseher zu basteln. Das war schlecht. Oh, er braucht noch eine Antenne, vielleicht eine größere. Denn ich mache gerade ein Experiment. Vielleicht noch ein paar Knöpfe. Ein sehr altes Gerät. Den Knopf für kleiner. Hier einer. Vielleicht dann noch hier ein. Zwei. Drei. Mein Experiment ist nämlich, es wird einen neuen Channel geben. Erstmal Traumbewusste. Scheiße. TV. Und zwar werde ich euch den Channel zeigen und ich benutze hierfür diesen Fernseher als, ja, Dimensionstor. Ich muss den hier noch fertig malen, dann malen wir hier mal hier noch. Das ist wie bei Minecraft, wenn man ein Portal erstellt. Man muss da so außenrum alles, ne? Vielleicht kennen ja einige Minecraft, außenrum die Sachen bauen. Irgendwie Wasser reinschütten oder sonst was und dann, zack, hat man ein Portal. Und genauso funktioniert das hier jetzt. Und wie in Träumen so üblich, weiß ich noch nicht genau, was die Knöpfe hier machen. Das werden wir gleich rausfinden. Dann klicke ich mal, sag ich mal, hier, das ist hier der Einschalter, würde ich mal sagen. Zack. Ja, schön. Wie ihr seht, ist das jetzt noch Deutsch. Vielleicht muss ich da die Antenne ein bisschen verändern. Andere Empfang oder so einstellen. Damit, ja. Okay, jetzt rauscht es. Rauschen ist gut, weil ja der deutsche Channel nicht mehr erreichbar sein soll. Schalten wir mal den nächsten Channel an. Ich glaube, das kann man hier machen. Und zack. Ja. Ja, wie ihr seht, das hier, das ist der nächste Channel, also ein zusätzlicher Traumbewusstseins-Channel. Den nenne ich einfach mal Dreaming Consciousness, auch wenn das keine perfekte Übersetzung ist. Und ich werde auf Englisch irgendwelche Videos machen. Also irgendwelche, natürlich über das gleiche Thema wie hier. Wer des Englischen mächtig ist oder wer gerne vielleicht auch ein bisschen Englisch lernen will und dabei coole Themen sich anhören möchte, kann da gerne reinseppen. Und wir gucken jetzt mal schon mal ein bisschen hinein. Jetzt brauche ich mal wieder die Schalterfarbe. Wir schalten schon mal rein, was ich denn hier so alles fabriziere. By their own liking. And they can do everything they want to. There are no consequences and they can explore and experiment and have fun. And that's really that kind of freedom, I think, is the core of lucid dreaming and of what is interesting in this topic. But also, it's not only possible to have that in your lucid dream, but also ja, in waking life. And I know. Well, so, what I wanna say is, it's all about merging these two parts of yourself, this subconscious or dreaming conscious and awaking consciousness. And merging it, you can, for example, merge it by doing arts. If you're starting to get into a feeling of flow where everything is just right and it's happening intuitively, you know it's being... It's not your normal state of consciousness, and it's really great. And you can merge these things, or you can do that by meditation, for example, just by activating okay, good. Other states of mind. Zack. Ja, das ist unser Traumbewusstsein auf Englisch. Habt ihr vielleicht schon mal einen Vorgeschmack bekommen? Und ich glaube, mehr muss ich jetzt auch gar nicht erzählen. Das ist jetzt eine ganz kurze Folge. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Brauche ich noch irgendwas? Ja, ich schalte mal dann den Fernseher aus und ich werde mich von euch verabschieden.
Zack. Ja, und mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Also englische Videos werde ich auch noch mehr machen natürlich. Das erste ist jetzt online und deutsche Videos, ja, werden natürlich auch noch kommen. Wie gesagt, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Sind natürlich auch sehr interessante Themen und nicht unbedingt auf die gleiche Art und Weise. Also ich übersetze hier keine deutschen Videos auf Englisch, sondern ich mache tatsächlich neue Videos. Ja. Ja. Ansonsten sage ich mal Tschüss und ja, jetzt habe ich hier noch ein paar Buttons. Mal sehen, was eigentlich passiert, wenn ich hier drauf klicke. Yeah.